Ich habe hier wieder ein Wegzeitdiagramm. Zwei Jungs sind unterwegs. Ahmed fährt um 16.10 Uhr los. Nach 8 Kilometern ist er beim Verein Porten Treffpunkt. Simon fährt später los. Nach 5 Kilometern ist er im Café angekommen. Simon kommt um 16.55 Uhr an. Der Ahmed ist schon 16.45 Uhr angekommen. Das heißt, es dauert 10 Minuten, bis sein Freund Simon eintrifft. Ihr seht hier eine kleine Waagerechte. Das heißt, Ahmed hat pausiert. Zeit ist verstrichen, ohne dass er eine Strecke zurückgelegt hat. Ich kann nachlesen, wie lange die Pause da gedauert hat. Das hat 5 Minuten gedauert. Die Frage, wer die größere Geschwindigkeit hatte, es ist Simon. Seine Gerade ist steiler als die von Ahmed.